Herzen der Bankenstadt Frankfurt am Main fand am 13. August der Zentralstreik von Fridays for Future unter dem Motto Our Future is not for sale statt. Doch warum sind wir überhaupt auf die Straßen gegangen? Private Finanzinstitute finanzieren just in diesem Moment riesige klimaschädliche Projekte, die allein schon 3/4 des verbleibenden CO2-Budgets für 1,5 Grad verbrauchen würden. In Kolumbien beispielsweise werden Kohleminen auf indigenem Land gebaut und damit den Einheimischen ihre Lebensgrundlage entzogen. Finanziert von der Commerzbank. Allein diese Bank finanzierte seit 2015 fossile Energiekonzerne mit mehr als 11 Milliarden Dollar. Aber auch die Deutsche Bank beispielsweise investierte zwischen 2016 und 2020 74 Milliarden Dollar klimaschädlich. Und sie sind nicht alleine. Viele andere Banken machen das genauso. Doch es sind nicht nur die Banken, die sich ändern müssen. Es ist das gesamte Finanzsystem. Denn im Kapitalismus steht der Wachstums- und Expansionszwang im direkten Widerspruch mit der Endlichkeit unserer Ressourcen. Deshalb braucht es die Abschaffung der Finanzmärkte und ihrer Logik selbst. Und dafür sind wir mit über 15.000 Menschen auf die Straßen gegangen. Alle Hygienemaßnahmen und Abstände wurden selbstverständlich eingehalten.